Was haben Sie denn außer der Ankunft des Angeklagten noch mitbekommen, noch gehört? Oder können Sie sagen, wie lange er da war? Also gesehen habe ich nichts mehr, weil als der da in die Wohnung gegangen ist und die Tür zu war, bin ich nämlich schnell in mein Schlafzimmer gegangen. Das grenzt nämlich genau an die Nachbarwohnung, das heißt ans Wohnzimmer vom Herrn Bachmann. Das heißt, Sie haben also gelauscht? Ja. Muss doch gucken, was los ist mit meinen Mietern, ob die vertrauenswürdig sind oder nicht. Und in dem Fall war es ja wohl auch ganz gut, dass ich aufgepasst habe. Und was haben Sie da von der anderen Seite der Wand mitbekommen? Ja, zuerst habe ich eigentlich gar nichts gehört. Die waren so leise und haben gemurmelt. Aber dann ist immer lauter geworden, die Stimmen. Und dann habe ich nur jemand sagen hören, sie sind festgenommen. Und dann gab es einen lauten Knall. Und ich habe mich zu Tode erschrocken. Ich habe einen Herzinfarkt bekommen. Und dann bin ich aber in die Küche gerannt und habe mich hinterm Küchenschrank versteckt. Haben Sie dann sonst noch was mitbekommen? Noch weiter Stimmen, Schritte und sowas? Eigentlich nichts mehr, weil ich bin ja dann fast 5 Minuten hinter der Schranktür gestanden und habe mir die Ohren zugehalten. Ich habe mir dann erst nach so 5 Minuten getraut, ans Telefon zu gehen und Polizei zu rufen. Sie haben also nicht gesehen, ob jemand nach meinem Mandanten diese Wohnung betreten hat. Und Sie haben aber auch nicht gesehen, ob vor dem Schuss mein Mandant die Wohnung wieder verlassen hat. Definitiv nicht, nein. Na, dann zeigt doch die Aussage nur eins. Mein Mandant war zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich wiederhole mich, Frau Staatsanwältin. Ja, und warum gibt Ihr Mandant dann nicht einfach zu, dass er in der Wohnung war, wenn er nicht der Mörder war, anstatt hier die ganze Zeit zu mauern? Mein Mandant hat leider seine Gründe dafür. Ja, das hilft uns jetzt weiter. Na endlich, Sven. Nina. Herr Vorsitzender, entschuldigen Sie bitte die Störung. Ja. Das da hinten, das ist mein privater Ermittler. Der hat eine wichtige Tatzeugin aufgetan. Ach ja? Gehen Sie mal vor, Sven, bitte. Hallo. Das hier, das ist Nina Gersten. Das ist die Freundin meines Mandanten. Und die wird einiges zur Tat hier aufklären können. Denn Nina Gersten war am Tattag vor dem Haus, in dem der Mord passiert ist. Und mein Mandant hat über ihre Zeugenstellung nur deswegen geschwiegen und auch selbst nicht ausgesagt, weil er um ihre Sicherheit besorgt war. Ja, und die Sorge war auch nicht ganz unberechtigt, weil ich war keine Minute bei Frau Gersten. Da sind schon 2 Typen aufgetaucht. Ich glaube auch bei einem eine Waffe erkannt zu haben. Und wir konnten zwar entkommen, aber ich befürchte, dass die beiden früher oder später hier im Gericht auftauchen werden. Also ich kenne Sie ja schon aus anderen Verfahren. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass Sie uns hier irgendwelche Storys erzählen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Wie sahen die beiden denn aus, die Typen? Der eine war etwa 1,80 und hatte so schwarze, zurückgegelte Haare. Der andere war ein bisschen kleiner und blond. Kurze Haare, die hatten beide schwarze Lederjacken und trugen verspiegelte Sonnenbrillen. Okay, Sekunde, Gerd. Hold hier, es gibt den Verdacht, dass eine Zeugin von 2 Männern bedroht werden soll. Ich möchte Sie bitten, dass Sie die Eingangskontrollen entsprechend verstärken. Ich gebe Ihnen auch mal eine Beschreibung der beiden Herren durch. Also der eine, der soll ungefähr 1,80 groß sein, schwarze, zurückgegelte Haare. Der andere blond und kurze Haare. Und begleitet sind die beiden mit schwarzen Lederjacken und so verspiegelten Sonnenbrillen. Es könnte vorsichtig auch sein, dass einer von beiden bewaffnet ist. Also sollten die beiden oder einer von den beiden bei Ihnen aufschlagen, dann bitte ich, dass Sie mich sofort benachrichtigen. Ja? Dankeschön. Ja, also trotzdem muss ich Sie bitten, dass Sie bis zu Ihrer Aussage draußen warten. Keine Sorge, ich passe natürlich auf. Und vielleicht, Herr Seelhoff, gehen Sie auch mit raus, damit wir auf der sicheren Seite sind. Ja, mache ich. Sicher ist sicher. So. Jetzt haben Sie gesehen, dass Ihre Freundin in Sicherheit ist, oder? Sind Sie nun bereit, eine Aussage hier zu machen? Ja. Gut, dann noch Fragen an die Frau Körtig. Keine, danke. Frau Körtig, dann nehmen Sie mal bitte hinten Platz, Sie bleiben unvereidigt. So, Herr Scherer, dann fangen wir mal mit Ihnen an. Hä? Also, ich war an dem besagten Tag wirklich bei Peter Bachmann. Ich sollte mein Päckchen abgeben. Was? Aber wieso? Eines Abends, da kam diese Jugendgang wieder zu mir. Und sie wollten mich wieder abziehen, aber dieses Mal war alles anders. Dieses Mal war Martin da. Er hat ihnen gesagt, sie sollen sich verziehen. Und die sind auch einfach weggegangen und ich habe seitdem nichts mehr von denen gehört. Das ging aber sicher alles nicht ohne Gegenleistung, oder? Ja, zuerst war noch alles in Ordnung. Ich konnte sogar bei Martin aushelfen und ein bisschen jobben, um mir Geld dazu zu verdienen. Aber dann hat er mich irgendwann gefragt, ob ich vielleicht als kleine Gegenleistung ein Päckchen für ihn überbringen könnte. Die typische Drogenkurierkarriere. Die Päckchen werden immer größer und irgendwann, wenn man dann tatsächlich mal aussteigen will, dann stellt man fest, dass es bereits zu spät ist. Der Job in der Kneipe, ja, das war eine Gefälligkeit von mir. Was machst du? Du ziehst mich in den Dreck, ja? Nur um deine Haut zu retten. Erzählst dir irgendwelchen Scheiß. Junge, das ist eine ganz schön harte Aktion von dir, weißt du das? Ach, dieses Theater rettet Ihren Hals auch nicht mehr. Wussten Sie denn den Inhalt der Päckchen, insbesondere dieses letzten Päckchen für Herrn Bachmann? Nein, Martin hat mir immer nur die Päckchen mitgegeben und hat mir gesagt, wo und bei wem ich sie abliefern soll. Dort habe ich dann ein Päckchen zurückbekommen, das ich dann wieder an Martin weitergegeben habe. Also jetzt passen Sie mal auf.
Ich habe eigentlich erwartet, dass Sie jetzt mal wirklich reinen Tisch machen. Und das ist doch völlig unglaubwürdig. Entschuldigung, man macht sich doch Gedanken, was in so einem Päckchen drin ist. Und was liegt denn da bitte näher als Drogen? Mir war schon klar, dass da ordentlich Stoff drin sein muss. Ich meine, die Päckchen waren ja auch richtig groß. Aber mir war das in dem Moment egal. Ich war einfach nur froh, dass ich nicht die ganze Zeit verprügelt werde. Und was ist mit dem Telefonat mit dem Herrn Weißer zur Tatzeit? Ging es da tatsächlich nur um Ihre Arbeitszeiten? Nee. Martin wollte, dass ich mich mit dem Päckchen auf keinen Fall der Wohnung nähere. Ja, und warum sind Sie trotzdem hin? Ja, weil ich schon da war. Zum Zeitpunkt, als Martin mich angerufen hat, war ich gerade auf der Toilette. Weil es auf einmal an der Tür geklingelt hat und ich wollte nicht, dass mich irgendwelche Zeugen sehen. Und als ich aufgelegt habe, da fing auch schon der Streit an und auf einmal kam dann der Schuss. Mein Gott, Junge, in was bist du da reingeraten? Also wenn es so gewesen sein sollte, haben Sie dann Täter gesehen? Nein, habe ich nicht. Ich habe nur gehört, wie jemand die Wohnung verlassen hat. Als ich aus der Toilette rauskam, da war derjenige schon weg. Ich sah nur die Leiche auf dem Boden, voller Blut und das war echt krass. Ich musste mich sofort übergeben. Also wenn es so gewesen sein sollte, wieso haben Sie dann keine Hilfe geholt? Wieso haben Sie nicht einen Notarzt oder die Polizei gerufen? Es war auf den ersten Blick zu sehen, dass er tot ist. Und das Päckchen? Das ist wieder mitgenommen. Das Päckchen war auch nicht mehr da. Das muss der Kerl, der ihn erschossen hat, anscheinend mitgenommen haben. Ich weiß nicht, ich wollte einfach nur raus. Frau Scherer, und? Bleiben Sie jetzt immer noch bei der Aussage, dass Ihr Sohn den ganzen Nachmittag und Abend bei Ihnen war. Weiterhin, Sie müssen sich hier selber nicht belasten, Ihren Sohn nicht belasten, aber wenn, dann die Wahrheit, bitteschön. Nein, aber ich hätte doch nie gedacht, es ist doch mein Junge. Aber wieso haben Sie gelogen? Hä? Wieso haben Sie ein falsches Alibi gegeben? Hat er Sie darum gebeten? Ja. Gut, Fragen an die Zeugen, dann bleiben Sie unvereidigt, dankeschön. Jetzt frage ich Sie natürlich, Herr Weiß, wieso haben Sie den Angeklagten gewarnt? Der soll auf keinen Fall in die Wohnung reingehen. Auch Sie weiterhin Belehrungen wie vorher. Ich habe ihn nicht gewarnt, ich habe ihm kein Päckchen gegeben. Im Telefonat, ja, ich habe mit ihm gesprochen. Ging es nur um die Arbeitszeit in der Kneipe. Na gut, auch Sie bleiben unvereidigt. Nina Gersten, bitte. So, Nina, gleich nach vorne. So, Frau Gersten, nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Haben Sie einen Ausweis dabei vielleicht? Ja. Dankeschön. Die Mütze dürfen Sie gerne auch abnehmen. Also, zunächst muss ich Sie mal belehren, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Mhm. Also, Sie heißen Nina Gersten, Sie sind 16 Jahre alt offensichtlich und Sie wohnen in Mannheim, oder? Ja. Ledig, nehme ich mal an. Ja. Gehen Sie noch zur Schule? Ja. Verwandt, verschwägert, verlobt mit ihm? Mhm. Sie sollen am 25. Februar auch in der Nähe des Tatorts gewesen sein. Ja, ich war mit Nick unterwegs. Er hat gesagt, er muss noch was abgeben und es würde nicht lange dauern. Wussten Sie, was Ihr Freund da genau abgeben wollte? Aber ich konnte mir ja schon denken, dass es was mit Drogen zu tun hat. Sie konnten sich das denken und damit hatten Sie kein Problem, oder? Nein, viele Freunde aus meiner Grundschulzeit sind irgendwann mal irgendwie so in Gangs abgerutscht oder haben andere Dinge gedreht. Irgendwie kommt man in dem Viertel nicht anders durch. Das klingt ein bisschen arg desillusioniert und abgebrüht. Hm? Nick ist ein paar Mal echt übel verprügelt worden, als er neu in der Schule war. Ich glaube, an seiner Stelle hätte ich das Gleiche getan, damit man mich in Ruhe lässt. Nee, aber ich finde das irgendwie erschütternd, wie normal kriminelles Verhalten für Sie da offensichtlich ist. Das läuft da so. Nee, aber genau die Denkweise ist es doch, die ein faires Miteinander verhindert. Die verhindert, dass man rauskommt, dass man vorwärts kommt, oder? Da gibt es ja genug Initiativen, die dieses versuchen, soziale Initiativen. Aber damit die Erfolg haben können, muss man doch erst einmal, muss im Kopf erst mal was stattfinden. Da muss man erst mal verstehen, dass das nicht der richtige Weg ist, oder? Hm? Also, lassen wir das heute mal außen vor. Was haben Sie beobachtet? Also, ich stand in so einem kleinen Hof neben dem Haus und ich habe auf Nick gewartet und dann war mir langweilig, ich habe mich so ein bisschen umgesehen. Und hinter dem einen Fenster brannte Licht und dann stand da plötzlich ein Mann und hat eine Waffe gezogen und dann hat es plötzlich geknallt. Können Sie den Mann beschreiben? Nee, dafür habe ich ihn zu kurz gesehen. Ich habe dann mein Handy rausgenommen, um ihn zu filmen. Und kurz nach ihm kam dann auch Nick und der stand total unter Schock und hatte Kotze an der Jacke. Das heißt, wann wollten Sie ihn filmen? Bei welcher Gelegenheit? Wenn er rauskommt. Wenn er aus dem Haus rauskommt? Mhm. Ich habe gar nicht gemerkt, dass du mich gefilmt hast. Nee, ich habe mein Handy dann weggetan, weil ich Angst hatte. Aber ich wollte es dir ja zeigen, aber dann warst du schon verhaftet worden. Wo haben Sie dieses Handyvideo denn? Zu Hause. Ich wusste ja nicht, dass ich als Zeugin aussagen sollte. Und dann ging alles so schnell und der Ermittler stand vor der Tür und wir mussten durch den Keller abhauen. Und hoffentlich ist es inzwischen nicht gestohlen worden. Oh, natürlich. Rein zufällig ist es jetzt bestimmt weg. Glauben Sie mir nicht, oder was? Nein. Ich bin nämlich absolut davon überzeugt, dass Sie Ihrem Freund helfen wollen. Und wissen Sie was? Selbst wenn es so ein Video gibt
Und selbst wenn darauf noch eine andere Person außer dem Angeklagten zu sehen ist, dann heißt das überhaupt nicht, dass diese Person irgendetwas mit dieser Tat zu tun hat. Und ob, ich habe doch die Waffe gesehen. Der Typ ist auf die Straße gegangen und dann hat er wahrscheinlich erst selber gecheckt, dass er da die Waffe noch in der Hand hatte. Aber ich habe sie gesehen. Und wie sah die Waffe aus? Wie eine Pistole eben. So, so. Ja, wenn Sie mir nicht glauben, ich weiß sogar noch das Kennzeichen. M-A-H-N und die Nummer war irgendwas mit 2-8, mehr weiß ich nicht mehr. Außer, dass es ein schwarzer Kombi war. Ein schwarzer Kombi, sagen Sie. Wenn ich der Kollege Neudorf, der vorhin meinen Mandanten vertreten hat, nicht auch so ein Kennzeichen für Mannheim und dann H-N, Harald Neudorf? Ach du Scheiße, der hat den Ermittler erschossen? Also jetzt machen wir mal langsam. Also ich meine, Nina wird irgendwie den Wagen von Herrn Neudorf vor dem Gericht gesehen haben und kommt deswegen jetzt mit seinem Kennzeichen um die Ecke. Frau Staatsanwältin, sehen Sie denn nicht, dass mein Mandant hier zum Bauernopfer gemacht werden soll? Er war in dem Haus, ja, aber er sollte davon ferngehalten werden. Und zwar von dem Herrn Weiß, deswegen hat er ihn auch angerufen, um zurückzurudern, dass er ja nicht Zeuge wird von diesem Mord. Sind Sie nicht auf die Idee gekommen, die Polizei zu rufen? Nicht dran gedacht. Ja, doch, aber was hätte ich dir denn erzählen sollen? Was ich da gemacht habe, ich meine, ich war auch komplett verwirrt. Ich habe als erstes Martin gleich angerufen und habe ihm von der ganzen Geschichte erzählt. Aber der meinte, wenn ich das Ganze ausplaudere, dann bin ich tot und Nina auch. Tja, die Entscheidung, sich zu stellen, wurde Ihnen ja dann abgenommen, als Sie verhaftet wurden. Ja, in Urhaft war ich total hin und her gerissen, was ich machen soll. Aber ich hatte dann zu viel Schiss. Ich meine, außer Martin kenne ich ja niemanden von den Typen. Aber ich weiß, dass sie anscheinend ziemlich mächtig sind. Und ich habe ja live mitbekommen, dass sie kurzen Prozess machen. Gibt es im Moment noch Fragen? Keine. Dann würde ich die Hauptverhandlung an der Stelle gerne unterbrechen, damit wir das Handy von Frau Gersten holen können. Ja? Ja. Sie sind deswegen auch noch nicht entlassen. Ja, sie können sich zwar nach hinten setzen, aber sie müssen wiederkommen nachher. Ja? Ja. Klar, soweit. Als weiteren Zeugen werde ich natürlich noch den Rechtsanwalt Neudorf laden. Da sind doch einige Fragen aufgetaucht, die ich dann schon gern geklärt hätte. Ah. Ja, also es ergeht folgender Beschluss. Die Hauptverhandlung wird unterbrochen. Fortsetzung morgen, gleiche Uhrzeit hier. Tja, Herr Weiß, und ich denke, ich werde diese Unterbrechung nutzen und erst meine Hausdurchsuchung bei Ihnen durchführen. Und im Übrigen erkläre ich Sie für vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachtes, des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Herr Silow, nehmen Sie den Mann bitte fest. Herr Weiß, kommen Sie mal mit mir mit. Wir sehen Sie dann später. Die unterbrochene Hauptverhandlung gegen Niklas Scherer wegen Mordes und anderem hat fortgesetzt. Der Zeuge Harald Neudorf, bitte. Guten Tag, Herr Neudorf. Nehmen Sie mal bitte Platz. Ich habe Sie heute hier als Zeuge geladen, weil sich gestern ein paar Fragen ergeben haben, die nur Sie beantworten können. Fragen? Ich weiß nicht, was das bedeuten soll, aber ich bin natürlich gerne bereit, der Justiz zu helfen. Das freut mich. Belehre Sie erst mal, 55 StPO. Sie müssen auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Aber sobald Sie den Mund aufmachen, muss alles die Wahrheit sein. Das wissen Sie als Jurist natürlich. Und Sie kennen natürlich auch Ihr Zeugnisverweigerungsrecht als ehemaliger Verteidiger des Angeklagten. Sie heißen Harald Neudorf, 42 Jahre alt. Sie wohnen in Mannheim. Sie sind lediger Rechtsanwalt. Verwandt, verschwägert sind Sie nicht mit dem Angeklagten. Nein. Meine erste Frage wäre, wie sind Sie denn an das Mandat des Angeklagten gekommen? Da muss ich Sie enttäuschen. Das kann ich nicht, weil das liegt unterliegend der Schweigepflicht. Ah, ja, das habe ich mir schon gedacht, dass Sie das sagen würden. Deswegen habe ich vorsichtshalber mir von meinem Mandanten eine Schweigepflichtsentbindung unterschreiben lassen, die ich hiermit zu Protokoll gebe. Hier entbinde ich Niklas Scherer, meinen ehemaligen Verteidiger Harald Neudorf, von seiner Schweigepflicht. Tja, Herr Neudorf. Ja, nun gut. Ich war in der Justizvollzugsanstalt, um einen anderen Mandanten zu besuchen. Bei der Gelegenheit ist mir der Angeklagte über den Weg gelaufen. Er bat mich, ihn zu vertreten, weil angeblich er mit seinem Verteidiger, dem ihm seine Mutter organisierte, nicht zurechtkam. Aber das stimmt doch überhaupt nicht. Ich war komplett zufrieden mit Herrn Stevens. Ja, ich wollte gar keinen anderen. Ja, und wieso haben Sie dann Herrn Neudorf das Mandat erteilt? Weil er mich gezwungen hat, Herrn Stevens zu entlassen und ihn als neuen Verteidiger zu nehmen. Das ist doch absurd. Sicher haben ihn diese Drogenbosse geschickt. Die haben Angst, dass ich Einzelheiten über den Mord ausplaudere. Deswegen haben die mich gezwungen, dass ich das Geständnis vorlese. Die wollten mich opfern. Das ist doch einfach lächerlich. Und Sie, Herr Vorsitzender, Sie machen das ganze Theater auch noch mit. So jemanden darf man doch keine Bühne bieten. Jetzt mal ganz langsam. Es wird sich schon noch zeigen, ob an diesen Anschuldigungen irgendwas dran ist. Waren Sie am Abend des 25. Februar, das war der Tatabend, am Tatort, also in der Wohnung des verdeckten Ermittlers? Ich? Ja. Wie kommen Sie denn darauf? Beantworten Sie die Frage. Ja, natürlich nicht. Ich bin nicht sehr oft in dieser Gegend, nur wenn ich zufällig einen Mandanten habe. Aber der letzte, der war vor
Eineinhalb Jahren. Dann wundere ich mich aber, warum man Ihr Auto zur Tatzeit dort gesehen hat. Weil es nicht stimmt! Weil ich nicht dort war! Himmel, Herrgott, nochmal. Gersten, ist das der Mann, den Sie zur Tatzeit aus dem Haus haben kommen sehen? Ja, den habe ich gesehen und gefilmt. Sie muss mich verwechseln. Das kann gar nicht sein. Nun, ob das so ist, das können wir gleich feststellen. Die Frau Gersten hat nämlich ein Handyvideo gedreht. Ja? Vom Hauseingang. Das liegt mal hier vor. Und es ergeht folgender Beschluss. Das Handyvideo wird in Augenschein genommen. Das schauen wir uns jetzt gerade mal an. Ich habe es auch erst vor einer halben Stunde bekommen, weil es bei der Spurensicherung irgendwie ein technisches Problem gab. Deswegen bin ich genauso gespannt wie Sie, was darauf zu sehen ist. Ich konnte es mir noch nicht vorher ansehen. Da hat jemand geschossen. Scheiße, Nick ist noch da drin. Was war der Typ? Der hat Eiskalt abgedrückt. Shit, wo ist Nick? Susanne. Nick, alles okay? Was war da drin los? Der hat ihn einfach umgebracht. Was sagen Sie dazu, Herr Neudorf? Interessant, oder? Was ich dazu sage? Alles, was ich sehe, ist ein nettes kleines Filmchen. Total verwackelt, unscharf. Was weiß ich, wer der Typ auf dem Video ist. Also ich war das garantiert nicht. Wir können uns gerne noch mal ansehen. Und? Was sagen Sie denn jetzt dazu? Also, Herr Vorsitzender, ich bin mir sicher, dass das Video ist eine Fälschung. Also, laut Sachverständigen ist es auszuschließen. Es liegen keinerlei Anzeichen für eine technische Bearbeitung vor. Also, ich bin lange genug Verteidiger und ich weiß, dass sogar die Kollegen vom KTI Fehler machen können. Klar, kein Mensch ist fehlerfrei. Aber da müsste in dem Fall schon verdammt viel gleichzeitig schiefgelaufen sein. Eine Nachfrage beim Kraftfahrtbundesamt hat nämlich ergeben, dass ein Fahrzeug genau mit demselben Kennzeichen, wie man es hier auf dem Video gesehen hat, auf Sie zugelassen ist. Hm? Und dann hat man sich vergrößert, das Bild von dieser Waffe, das der Mann auf dem Video hier trägt. Und tatsächlich, dieser Waffentyp ist identisch mit dem Waffentyp, mit dem geschossen wurde. Also, Herr Neudorf, was hatten Sie zum Tatzeitpunkt in diesem Haus zu tun? Ab sofort mache ich von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Das war mir schon klar, Herr Kollege. Aber das wird Ihnen auch nichts mehr bringen. Jetzt wird man Sie endlich mal drankriegen, und zwar diesmal wegen Mordes. Wenn Sie nichts mehr sagen, dann erübrigen sich auch weitere Fragen. Dann bleiben Sie unvereidigt. Genauso bleibt die Frau Gersten unvereidigt. Und dann dürfen Sie hinten Platz nehmen. Aber der wird doch jetzt weggesperrt, ja, oder? Davon können Sie ausgehen. Ich erkläre Ihnen die vorläufige Festnahme, Herr Neudorf. Und Martin, der bleibt doch auch im Knast, oder? Weil der hat seine Leute draußen. Und wenn Sie sich nicht darum kümmern, dann sind Sie noch nicht tot. Wir werden uns darum kümmern. Wir haben bei der Hausdurchsuchung von Herrn Weiß einige interessante Adressen gefunden. Und ich denke, dass einige Leute bald hinter Gitter sitzen werden. Zum Glück. Gut, dann können wir hier, glaube ich, uns auf den Bericht Jugendgerichtshilfe konzentrieren. Herr Hoppe, bitte. Ja, also so wie ich Niklas kennengelernt habe, würde ich ihn auf alle Fälle als durchschnittlich intelligenten, aber noch sehr unreifen jungen Mann einschätzen. Er lebt von Tag zu Tag, ohne sich wirklich Gedanken darüber zu machen, was er wohl mit seiner Zukunft anfangen will. Es kann aber auch an seiner Mutter liegen, die ihm aufgrund der fehlenden Zeit natürlich immer alles abgenommen hat. In meinen Augen ist er auf alle Fälle noch nicht als erwachsene Person zu sehen. Deshalb würde ich im Falle einer Verurteilung auf jeden Fall zu Jugendstrafrecht raten. Schädliche Neigungen sehe ich bei ihm aber nicht. Dankeschön, Herr Hoppe. Hierzu irgendwelche Fragen? Keine. Bundeszentralregisterauszug und Erziehungsregisterauszug ohne Eintrag. Das heißt, er ist bisher nicht vorbestraft. Weitere Erklärungen nicht. Keine, dann danke. Schließe ich die Beweisaufnahme, Frau Staatsanwaltin, bitte. Hohes Gericht, Herr Verteidiger. Ja, den Mord hat der Angeklagte ganz offensichtlich nicht begangen, sondern nur unmittelbar mitbekommen, als er sein Päckchen mit den 200 Gramm Kokain abliefern wollte. Das sehe ich angesichts des Handyvideos als erwiesen an. Und insofern ist der Angeklagte, was den Mord angeht, freizusprechen. Verbleiben also noch der unerlaubte Besitz und das unerlaubte Handeltreiben mit Betäubungsmitteln abzuurteilen. Und da gilt es ja nun wirklich festzustellen, dass 200 Gramm Kokain bei weitem das Maß einer nicht geringen Menge überschreiten. Und insofern beantrage ich den Angeklagten zu einer Jugendstrafe von 3 Jahren zu verurteilen. Vielen Dank. Danke, Frau Staatsanwältin. Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Frau Staatsanwältin, wer Wurst und Gesetze liebt, der mag nicht zuschauen, wie sie gemacht werden. Heißt es so schön, ich habe heute gesehen, wie Sie Ihre Arbeit machen, Herr Kollege Neudorf. Und das ist mir schlecht geworden. Und Kollege sind Sie schon lange nicht mehr. Für mich. Ja? Jetzt wird man Sie endlich mal drankriegen. Und diesen Mord, den wollten Sie meinem Mandanten unterschieben. Bravo. Ist Ihnen aber nicht gelungen.
was übrig bleibt, und da gebe ich Ihnen recht, Frau Staatsanwältin, ist diese Drogengeschichte. Aber mein Mandant, das haben Sie doch selbst gehört, ist unreif. Er hatte Gefälligkeitsdienste gemacht, er wurde früher verprügelt. Dieser Martin Weiß war für ihn nichts anderes als ein großer Bruder, der ihn beschützt hat. Und das muss man doch berücksichtigen. Und ich bitte Sie, 3 Jahre, er ist in U-Haft gesessen, er hat doch schon einen Hafteindruck. Man muss ihn doch jetzt nicht nochmal wegsperren. Und deswegen beantrage ich, hier milde walten zu lassen und ihn doch zu einer Bewährungsstrafe zu verurteilen. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Herr Scheer, Sie haben die Anträge nun gehört. Sie können sich selbst noch verteidigen und Sie haben auch das letzte Wort. Ja, ich weiß, dass ich unglaublich Mist gebaut habe. Und das Ganze tut mir auch echt schrecklich leid. Aber ich bin nur froh, dass ich jetzt für den Mord nicht meinen Kopf hinhalten muss. Ja, dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Der Angeklagte Niklas Scheer ist schuldig der Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben mit in Tateinheit mit Besitz von Betäubungsmitteln in jeweils nicht geringer Menge. § 29 klein a Absatz 1 Nummer 2 BTMG 27 und 52 Strafgesetzbuch. Er wird deshalb zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren und 10 Monaten verurteilt. Im Übrigen wird der Angeklagte freigesprochen. Soweit er verurteilt ist, trägt er die Kosten des Verfahrens. Die hinsichtlich des Freispruchs ausscheidbaren Kosten und notwendigen Auslagen des Angeklagten trägt die Staatskasse. Nehmen Sie bitte Platz. Der Haftbefehl des Amtsgericht Mannheim vom 28. Februar 2012 bleibt aufrechterhalten und im Vollzug. Also, den verdeckten Ermittler haben Sie nicht erschossen. Das war der Mann mit der Pistole in der Hand, der das Haus verlassen hat. Und es spricht alles dafür, dass das der Herr Neudorf war. Das wird zu klären sein. Aber Sie haben dem verdeckten Ermittler ein Päckchen gebracht, in dem Wissen, dass sich darin eine große Menge Betäubungsmittel befand. Nach Jugendrecht sehe ich auch so, sind Sie hier zu behandeln. Sie haben keine Vorstrafe, Sie haben Geständnis abgelegt. Aber Sie haben das, wie ich das rausgehört habe, ohne jedes Unrechtsbewusstsein schon öfter getan. Ja? Und das ist eine große Gefahr für die Gesundheit vieler Menschen, 200 Gramm Kokain. Ja? Ich bin eigentlich der Meinung, dass jeder Kurier letzten Endes auch Mittäter ist. Der BGH sieht es ein bisschen anders. Bei der Konstellation wie ihr nimmt er Beihilfe an. Und es macht ja keinen Sinn, wenn ich Sie hier verurteile und vom BGH aufgehoben werde. Deswegen hier Beihilfe. Und deswegen bin ich auch etwas unterm Antrag der Frau Staatsanwältin geblieben. Aber Bewährung, Herr Verteidiger, für einen Kurier, für den Drogenkurier bei 200 Gramm, das wäre sicherlich das falsche Signal. Auch für andere, aber auch für ihn selbst. Ja? Es klang so raus, in dem Viertel kommt man ja gar nicht anders durch. Ich sage Ihnen ganz klar, so kommt man auch nicht durch. Gegen das Urteil kann noch innerhalb einer Woche Revision eingelegt werden. Herr Neudorf, Sie sind eine Schande für den ganzen Berufsstand. Und das desillusioniert, wenn man selbst immer noch ans Gute glaubt. Trotz alledem bin ich nach wie vor mit Leib und Seele Jurist. Und deswegen möchte ich auch Ihren Spruch von der Wurst mit einem Spruch übers Bier kontern. Ein Spruch von Goethe, übrigens selbst auch Jurist, der gesagt hat, mit der Jurisprudenz ist es wie mit dem Bier. Beim ersten Mal schaudert es ein, aber wenn man einmal davon genossen hat, dann mag man nicht mehr ohne. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Rudolf, kommst du mit mir mit, bitte? Martin Weiß wurde wegen gewerbsmäßigen unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, Nötigung und Strafvereitelung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 6 Jahren verurteilt. Harald Neudorf wurde wegen Mordes, unerlaubten Führens einer Schusswaffe, gewerbsmäßigen unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln, versuchter Nötigung und uneidlicher Falschaussage zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.